und sie gefragt, was sie in letzter Zeit gemacht haben. Traveling around the world, playing music, you know, recording things. Untätig waren sie also nicht, obwohl sie es sich in ihren Traumhäusern gemütlich machen könnten. Alan Clark zum Beispiel lebt in diesem englischen Landsitz fast 100 Kilometer nördlich von London, fern vom Großstadtstress, im Kreise seiner Familie. Sehnt er sich nicht zurück in den Trubel der wilden 60er Jahre? No, not at all. I'm having a great time now. Für seinen Sohn Toby, der in einer Amateur-New-Wave-Band spielt, ist ein Blick in Daddys Videosammlung eher witzig. Stop, stop, stop. Spielen die Hollies denn heute noch die alten Songs auf der Bühne, wenn sie auf Tournee gehen? When we actually go out, we do 2.5 hours on stage now. So most of our show, we do the old stuff. Obviously we have to, or else people would walk out if we didn't do our hits. Hits, die man gerne wieder hört: Bus Stop, On a Carousel, Sorry Suzanne, Stop 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 oder Long Cool Woman. Das waren noch Zeiten. Dem Alan lagen die Mädchen früher zu Füßen. Vermisst er das? My youth at 21 to 35, I had the screaming girls and things like that. You know, but I mean, the Hollies matured. You know, we grew and our music, to me anyway, got better. We were able to sing songs. I was able to sing songs at 40 that I couldn't do at 21. You know, I mean, Ian Heavy would have been a bit silly from a 21-year-old at that particular time. Ian Heavy, he is my brother. Er ist nicht schwer zu tragen, denn er ist mein Bruder. The Hollies. He's my brother. Auch in diesem verträumten englischen Landhaus wohnt ein Holly, der von Anfang an dabei war. Tony Hicks. In Henley und Thames, wo außer ihm noch andere berühmte Rockstars wohnen. Well, yes, indeed. The closest one is George Harrison. He's just over the hill there. We have Björn Ulvaeus, who was with ABBA, the writer of Chess. All the boys out of Deep Purple are around. Dave Edmonds and quite a few. Oh, and Pink Floyd, some of them. So they're all around. You know, it's quite amusing seeing them all in the supermarket buying the baked beans and such like. Bescheiden wohnt er auch nicht gerade. Ist er eigentlich durch seine Musik reich geworden? What should I say? No, not really. No, because you see, the thing is, in the early days, we got ripped off. It's traditional. Everybody in this business gets ripped off. So it took us about 5 years to sort of kind of break even. And since then, things have been going reasonably well. Und wie ist's bei ihm? Trauert er den 60er Jahren nach? I'm very proud of what happened in that period, and I consider myself very fortunate to have been around during the so-called swinging 60s, because they were great days. And it wasn't just music that was swinging. I mean, everything, things like Carnaby Street, you know, the fashion, and David Bailey, the photographer, and Twiggy and things. You know, it was all happening then, you know. I mean, it was a magical period, there's no denying it. Damals schon gingen über diesen Zebrastreifen vier Musiker, die einen großen Anteil daran haben, dass die 60er Jahre so swinging wurden. Die Beatles. In den Abbey Road Studios nahmen sie ihre Hits auf, genau wie die Hollies. Nur die Hollies sind heute 1988 wieder hier und spielen ihre neueste Single ein, Stand By Me. Stand by me and give me all your loving. Stand by me and let me
Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, die Hollies kommen am 14. März auf Deutschland-Tournee.